zusammen. Heute reden wir über das neue Thema positive und negative Zahlen. Also was bedeutet ein positives Zahl und negatives Zahl? Da habe ich geschrieben, also plus heißt das positiv Zahl und minus heißt das negative Zahl. Da habe ich zwei Beispiele mitgebracht und da habe ich zwei Richtungen, also wie zeig mal positiv und negativ. Also nach rechts, das wäre positiv und nach links, das wäre negativ. Und zwischen positiv und negativ ist die Zahl 0. Die Zahl 0 heißt das, also das wäre die Neutralzahl. Also zwischen positiv und negativ. So, da habe ich zwei Beispiele Aufgabe mitgebracht. Also da heißt das minus 2 plus 3. Also ich fange ganz so ausrechnen, aber mit dieser Achse also zu Hilfe auszurechnen. Wo wäre minus 2? Also da wäre 0. Und da wäre die negative Zahl, weil negativ heißt das Minus, also Minus 2 und Minus 2, also hier wäre Minus 1, da wäre Minus 2. Also Minus 2. Und das wäre Plus 3, also Plus heißt das Positiv, wo kann man eigentlich 3, also die 3 ist da. Aber erstmal muss man addieren, dass man auf die Lösung kommt. Also minus 2 plus 3, also minus 2 plus 2 wäre 0. Und minus 2 plus 3, das wäre 1. Ich mache einfach so mit dieser Hilfslinie, dass man genau auf 1 komme, also 3. Also das wäre von da nach da einmal. Danach von da nach da zweimal. Und danach von da nach da dreimal. Und das wäre genau 1. So, also das haben wir schon mal erledigt. Jetzt kommen wir zu der nächsten. Also 4 minus 7. Jetzt haben wir also 4, also kein Minus oder Plus oder nichts, kann man auch sagen, minus 7. Also wo wären die 4? Da schauen wir an. Also 0, 1, 2, 3, die 4 wären da. Also bei der ersten muss man von links nach rechts gehen. Jetzt auf diesen Augenblick, wenn ich minus 7 mache, da muss man von rechts nach links kommen. Also, da fange ich an. Also müssen wir von da nach da kommen. Also das wäre einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Und jetzt ist ganz ehrlich, also 1, 2, 3, 4, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also da wäre 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3. Also die Ergebnis lautet minus 3. Also minus 3. So. Ich kann auf Taschenrechner eintippen. Also 4, minus 7, genau minus 3. So, das waren also die zwei Beispiele. Ich habe noch ein paar Beispiele mitgebracht auf die Rückseite.
Also hier habe ich mitgebracht, also nicht wäre so da bis einfach, da muss man kurz achten, dass man auf die Lösung kommt. Also minus 3 plus 4 ist gleich. Da haben wir eine negative Zahl und eine positive Zahl. Also die Lösung, wenn ich minus 3 plus 4 mache, das wäre 1. So, zweite Aufgabe, minus 5, minus, minus 5. Jetzt kommt ein bisschen schwieriger, weil da haben wir 1, 2, 3 minus. Und die muss man achten, wenn ich einmal eine Minus habe, also wenn ich eine Minus habe, das wäre Minus, Minus, Minus ist Plus. Und 3 minus ist auch minus. Also eine minus ist minus. Minus. 2 minus ist plus. Und 3 minus ist auch minus. So. Also hier minus 5, minus, minus 5. Also wenn ich... Da habe ich geschrieben minus, 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 das wäre minus. Also minus 5, minus, minus 5, das wäre 0. So, nächste Aufgabe. 3 minus 6. Da haben wir eine positive Zahl und da negative Zahl. Und jetzt müssen wir so wie... Da steht also auf dieser Stelle von von rechts nach links kommen. Also minus 3, minus 6, das wäre minus 3. Hier, also minus 2 plus minus 1. Also wenn ich minus, minus, das wäre plus, plus, wenn ich eine Plus habe, also das wäre auch eine minus, Moment, minus 2. Plus, minus 1. Also wenn ich zweimal minus, das wäre plus. Aber wenn ich da hätte eine Plus und da zweimal minus, das wäre auch wieder minus. Minus. So. Also minus 2 plus minus 1. Minus 3. Jetzt ich kann alle kontrollieren, also die Rechnung. Also minus 3 plus 4 ist 1. Minus 5 minus minus 5 ist 0. Oder man kann man auch in Klammern einsetzen. Minus 5 minus minus 5 ist 0. 3 minus 6 ist minus 3, minus 2, plus minus 1, ist gleich minus 3. So, das war schon. Jetzt müssen wir noch diese Aufgabe noch bearbeiten. Jetzt kommt mit Mal- und Geteilt-Durch-Aufgabe. Mit Plus und Minus, das ist schon mal klar. Jetzt beim Mal- und Geteilt-Durch muss man achten, entweder auch das Gleiche ist oder was anderes. Also da wäre minus 4 mal 2. Also wenn ich einmal eine Minus habe, so wie da steht, das wäre Minus. Also minus 4 mal 2 minus 8. Minus 4 mal minus 2
să-ți vere dovedici minus minus AB, să-ți vere plus, also plus minus 4 minus 2 vere 8. Und jetzt bei geteilt durch minus 12 geteilt durch 2, wenn ich einmal minus habe, das wäre minus, also minus 12 durch 2 minus 6. Minus 12 geteilt durch minus 2, also wenn ich minus minus habe, das wäre plus, also das wäre genau 6. Sehr einfach. Also, minus 4 mal 2 minus 8. Minus 4 mal minus 2 ist 8. Also, minus 12 geteilt durch 2 minus 6. Da kann man auch in Klammer einsetzen, das kommt auch das gleiche raus. Minus 12 geteilt durch minus 2 ist gleich 6. So, das war schon das Thema positive und negative Zahl. Ich glaube, ihr habt verstanden, wie das geht. Also nochmal, hier, wenn ich einmal eine Minus habe, das wäre Minus, 2 Minus wäre Plus. 3 minus wäre wieder minus. Aber wenn ich da habe 2 minus und eine plus habe, das wäre wieder minus sein, weil da steht eine plus zwischen 2 minus. Und hier mit dieser Achse, also Hilfsachse-Linie, wenn ich minus 2 ausrechne plus 3, da muss man auf 1 kommen und das heißt von links nach rechts gehen. Also einmal, zweimal, dreimal und das wäre genau 1. Und hier muss man von rechts nach links kommen und zwar 7 mal, also 7 Schritte. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal und das wäre genau minus 3. So, das war schon das Thema. Das hat eigentlich nicht so lange gedauert. Bei Mal und Geteilt durch das ist auch das gleiche wie bei Minus- und Plusaufgabe. So, das war schon das Thema. So, das war schon. Ihr könnt gleich eigentlich mich abonnieren. Ihr kennt schon vielleicht, wenn ihr nicht gehört habt, Lehrer Schmidt, der macht auch so Mathe-Videos und Lernen und Wissen. Die macht auch so Mathe-Videos und noch genau Abituraufgabe. Ob ihr Lust habt auf Abituraufgabe oder so Mittelstufe. Ihr könnt mich auch abonnieren. Ich mache auch so Mathe-Videos. Ja, also für Mittelstufe und Oberstufe. Ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.